Your Excellency, thank you for being here today. My question is, since the discussion is about heresy, one heretic who comes to mind is Martin Luther, whose 500th anniversary of the Reformation, the Pope will be commemorating very shortly. On an airplane interview, the Pope recently said that Martin Luther did not err on the issue of justification. What is your response to the Lutheran heresy and on the issue of justification and the upcoming ecumenical events, and how do traditional Catholics respond to the reports that are coming out? We have already had an infallible response to the errors of Martin Luther, the Council of Trent. Of the Council of Trent about the errors of Luther and be an infallible ex cathedra, and the comments of the Pope in the plain are not ex cathedra. Hallo, moin, moin. Ich bin heute ein sehr glücklicher Mensch. Sonntagabend, 19. August 2018. Und dieses Video ist ein Video, was, wenn mir das jemand vor einem Monat erzählt hätte, dass ich das machen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ich habe in den letzten Wochen jemanden über Skype kennengelernt. Einer, der sich bei mir gemeldet hat, der wohl meine Videos regelmäßig angeschaut hat. Mit dem Namen Max. Und wir haben ein Gespräch gemacht und dieses Gespräch auf Skype lief nach einiger Zeit darüber hinaus, dass er sich angeboten hat, mit einiger Übersetzungsarbeit zu helfen, wo ja, wie ihr wisst, der Viktor mir das Buch übersetzt Hinter den Diktatoren von Herbert Lehmann. Und ich sagte so, ja, wenn ich so ein Buch hätte oder ein Buch habe, von dem ich wirklich träume, dass es das jemals in Deutsch gibt. Das ist ein Buch, von dem habe ich, seit ich es das erste Mal davon gehört habe und das erste Mal reingeschaut habe und es dann zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gesagt, das Buch ist so wichtig, so immens wichtig, das sollte jeder bibelgläubige Christ neben der Bibel kennen, dieses Buch. Es ist ein Buch, das ist 1888 erschienen. Ich habe es zuerst kennengelernt 2014, Ende des Jahres 2014, Anfang des Jahres 2015. Ich habe es inzwischen mehr oder weniger dreimal gelesen in Englisch. Das soll schon was heißen. Ich habe auf meinen drei YouTube-Kanälen die Lesung davon hochgeladen, die Tom Fress von Inquisition Update gemacht hat. Das Buch heißt Romanismus und die Reformation. Und das Bild von dem Umschlag habe ich hier. Das ist dieses Buch hier. Von Henry Grattan Guinness. Wie gesagt, das Buch ist erschienen 1888. Aufgrund von Vorträgen, aber da gleich noch ein bisschen mehr zu, die gehalten wurden rund 1887 in London oder Umgebung, in der Exeter Hall. Tausende von Menschen, die in der Halle und außerhalb der Halle den Lesungen von Henry Grattan Guinness oder den Vorträgen von Henry Grattan Guinness beiwohnten. Leute aus allen Schichten der Bevölkerung, vom einfachen Schuster und Schustermeister, vom Bäckergesellen und Bäckermeister, über den Anwalt bis selbst in die Nobilität. Menschen, die diese Vorträge von Henry Grattan Guinness gehört haben. Und von diesen Vorträgen, diesen offiziellen Lesungen, das hat er dann später in ein Buch verarbeitet. Das Buch hat er genannt Romanism and the Reformation from the Standpoint of Prophecy, was auf Deutsch heißt Romanismus und die Reformation aus dem Standpunkt oder aus der Sicht der Prophezeiung. Und dieses Buch ist so ein kostbarer Schatz, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass es nie ins Deutsche übersetzt wurde. Und jetzt hat sich Maximilian dazu bereit erklärt, dieses Buch ins Deutsche zu übersetzen.
Er hat bereits den ganzen ersten Vortrag komplett übersetzt. Den zweiten Vortrag, da ist er sehr tief mit beschäftigt. Heute bereits, am 19. August. Und jetzt sagt ihr euch, ja, was macht der Jörg da so ein Aufhebens drum? Lies das Buch dann, zeig es uns und dann ist gut. Das wird eine ganz besondere Lesung. Das wird eine Lesung, in die ich die Zuschauer mit einbeziehen möchte. Ich habe mir nämlich etwas überlegt. Als Tom Fress das Buch das letzte Mal gelesen hat, während 2015, hat er das gemacht auf dem Sonntagabend, also in meiner Zeit hier, wir sind ja 6-7 Stunden hinter den Vereinigten Staaten hinterher, bei mir fing das an morgens um 1 Uhr sonntags und dann ging es 2 Stunden, eine Stunde hat Tom gelesen. Dann hat er eine kurze Pause gemacht, ist 2-3 Minuten vom Mikrofon weg, um sich was zu trinken zu holen, mal pinkeln zu gehen und so. Und dann gab es eine Stunde Diskussion mit Leuten, weil diese Lesung fand statt in Englisch über Talkshow. Talkshow ist, ich werde mal inzwischen Zeit den Film ein wenig abspielen, dann könnt ihr das euch mal angucken. Talkshow ist eine Plattform Englischen. Was ist das denn hier? Warum geht denn das jetzt nicht? Komm. Talkshow ist eine Plattform in Amerika, ein Internetradio. Und dieses Internetradio, da konnte man sich dann halt einloggen und dann konnte man der Lesung folgen. Man konnte darüber sprechen oder man konnte einfach nur im Chatroom sein und chatten darüber. Und Tom hat jeweils ungestört eine ganze Stunde gelesen, also niemand hat ihn unterbrochen. Mikrofone waren geschlossen von demjenigen, der das geleitet hat. Und danach wurden die Mikrofone freigeschaltet und man konnte Fragen stellen und man konnte, ja, das Buch besprechen. Man konnte Fragen stellen zu dem, was Tom gerade gelesen hatte oder andere Fragen, die mit dem Thema zu tun haben. Es war ein tolles Format. Und dieses Format habe ich auch, zumindest die Lesung, teilweise Diskussionen, aber hauptsächlich die Lesung, habe ich komplett auf meinen 3 Kanälen hochgeladen. Also auf dem Kanal Joggler 66, Jogglers War und Disinfo, ne, das wir eben hier sehen. Also hier auf Joggler 66, hier sind alle Lesungen hochgeladen. Und zwar seht ihr das hier in der Spielliste, weiß nicht, ob die Inquisition Update, da ist hier der letzte Teil, ne? Concluding Remarks, das ist Teil 34. In diesem sind neben anderen Videos von Inquisition Update von Tom Fress alle 34 Lesungen von Romanismus und die Reformation in Englisch darin. Das ist der eine Kanal, also der Hauptkanal von mir, den ihr ja alle kennt, auf dem auch dieses Video hier als erstes erscheint. Und dann habe ich noch einen Zweitkanal, Jogglers War und Disinfo, wo ich ja die Lesung von Griesinger mache, wie ihr hier seht. Und dann habe ich noch diesen Kanal hier, mache ich mal eben in einem neuen Tabblatt auf, kann ich euch den mal eben zeigen. Das ist ein englischsprachiger Kanal, der ganz und gar gewidmet ist an die Videos nur von Inquisition Update. Da habe ich nichts anderes als Inquisition Update drauf stehen, von Videos her. Und natürlich auch die Spielliste Romanismus und die Reformation, alle 34 Teile hier. Das ist der erste und dann geht's weiter. Nicht besonders oft angeschaut, aber das ist auch nicht weiter wild. Das müssen die Leute ja selbst wissen. Tom hatte das Buch vorher bereits, bevor er diese Lesung gemacht hat, gelesen auf Inquisition Update selbst, ja, wo er seine tägliche Radioshow hat, die er ja vielleicht auch kennt. Und ist auch eine Spielliste auf First Amendment Radio auf YouTube, kann man das auch finden, da hat er eine ganze Menge Klicks. Aber er hat es dann halt nochmal gelesen in diesem Talkshow-Format 2015 und die Dinge habe ich komplett bei mir hochgeladen und natürlich, während des Machens des Videos liest man das Buch natürlich auch nochmal. Deswegen sage ich, in total habe ich es wohl 3-mal gelesen. Und ich finde das Format, was Tom Fress da gemacht hat, in diesem Radio, das fand ich sehr toll. Nur, ich habe hier nicht die Möglichkeit, Talkshow einen Account zu öffnen und Leute dazu einzuladen. Ich muss das irgendwie anders machen. Und könnt ihr sagen von, ja, ja, geh mit der Zeit. Es gibt ja jetzt YouTube-Livestreams. Das Problem ist nur, ich arbeite mit meinem Hauptkanal über Internet Explorer und Internet Explorer erkennt die Livestreams nicht. Und ich habe keine Lust, mir irgendeinen anderen Browser runterzuladen, weil ich da auch nichts von kenne, weil ich bin technisch gesehen wirklich, ja, ein Idiot, um es mal mit den paar Worten zu sagen.
Also wirklich ein Laie, ich kenne da nicht viel von. Ich halte es immer so simpel wie möglich. Ne? Kennt ihr vielleicht den Ausdruck KISS? Keep it stupid simple. Ne? Halte es einfach für Dummchen. Und ich bin ein Internet- oder Computer-Dummchen. Nun, der Punkt ist folgender. Ich habe mir überlegt, ich hatte früher, als ich, als Gott mich gezogen hat, als ich anfing, Gott kennenzulernen, als er sich mir offenbart hat, habe ich damals viele Gespräche gemacht über Internet mit Alan Lamont. Und der hat dann manchmal so eine Skype-Gruppe gehabt, wo er gesagt hat, ich mache jetzt ein Video. Hat ein kurzes Video gemacht von 5 Minuten und gesagt hey Leute, in 2 Stunden bin ich online auf Skype. Wer Zeit hat, der kommt damit zu. Hier ist mein Skype-Name. Kontaktiert mich und dann könnt ihr an der Gruppe teilnehmen und dann können wir darüber über die neue Weltordnung oder solche Dinge diskutieren. Und das ist teilweise mit bis zu 15 Leuten haben wir das gemacht. Das war mal ganz interessant. Ich habe da auch ein paar Videos noch auf meinem Kanal von hochgeladen. War gar nicht schlecht. Und ich dachte, das ist genau das, was ich machen werde. Livestream, das ist nicht mein Ding. Funktioniert nur auf Firefox. Firefox läuft nur über meinen Zweitkanal. Deswegen mache ich das da nicht. Ich dachte, ich mache das auch über Skype. So, dann will ich euch mal eben zeigen, was ich geplant habe. Skype kennt ihr ja hoffentlich mehr oder weniger alle. Das ist ein Programm, das kann man sich gratis im Internet runterladen. Und dann macht man einen Account an, entweder über Microsoft sowieso schon mal, dann füllt man einen Skype-Namen in und ein und dann noch ein Passwort und dann kann man gratis telefonieren, wenn man von Skype zu Skype über Computer telefoniert. Es gibt auch eine App, da kann man das auf dem iPhone machen, soweit ich weiß. Ich kenne da nichts von, ich habe solche Telefone nicht. Ich habe ein 25 Euro billiges altes Nokia-Telefon und habe nicht die Absicht, mir so ein Smartphone zu kaufen. Aus bestimmten Gründen. Jedenfalls Skype kann man über ein Smartphone gebrauchen, kann man über Laptop gebrauchen, kann man über ein Tablet gebrauchen, kann man über ein PC gebrauchen und dann kann man halt mit Leuten telefonieren. Am leichtesten ist immer, wenn man ein Headset hat, dann ist man am besten verständlich. Man kann auch ohne Headset machen, einfach so ins Mikrofon brüllen, aber dann ist die Qualität natürlich nicht so gut. Man kann das mit Kamera machen, man kann das ohne Kamera machen. Ich habe hier an meinem festen PC noch nicht mal eine Kamera aus bestimmten Gründen und an meinem Laptop habe ich eine Kamera, aber den schalte ich selten ein und Skype gebrauche ich auch nicht mit Kamera. Es geht ja nicht darum, mein Gesicht zu sehen, es geht um die Nachrichten, die ich überbringe. Also, was ist jetzt mein Plan oder was ist mein Vorschlag an euch, bevor ich jetzt überhaupt mit der Lesung anfange? Weil ich zeige euch natürlich gleich noch, worum es in dem Buch geht. Ja? Also, ein bisschen Spannung aufbauen. Ja? Also, wenn dieses Video hier erscheint, dann habt ihr die Möglichkeit, mich zu kontaktieren über Skype. Mein Skype-Namen, den gebe ich in der Beschreibungsbox dieses Video natürlich, dass ihr wisst, welchen Namen ihr in der Suchmaschine von Skype eingeben müsst. Na, wenn wir jetzt mal eben hier meinen Skype aufmachen, dann sehen wir hier, suchen in Skype, das ist natürlich hier in Flämisch. Ne? Und wenn ihr da hier was eingebt, suchen in Skype, ja, dann könnt ihr da zum Beispiel meinen Namen eingeben und mein Name ist Joggler77. Das ist mein Skype-Name, mein Skype-Avatar, wie auch immer. Ja? Jörg Lissmann, Hour of the Truth, das ist Joggler77. Ja? Glaube ich, wenn ich hier mal draufklicke, dann kann man das sehen. Ah ne, sieht man nicht hier. Skype Joggler77 steht hier nicht. Ah doch, hier, seht ihr? Skype-Name Joggler77. Ja? Das könnt ihr gerne haben, da habe ich kein Problem mit. Und dann werde ich hier eine Gruppe anmachen, die nenne ich Romanismus und Reformationsgruppe. Und dann werde ich jeden Sonntagabend um 9 Uhr abends diese Gruppe öffnen, werde alle, die in der Gruppe sind, anrufen und die Leute können dann alle live an meiner Lesung teilhaben, weil ich mache dann meine Kamera an, die ich hier habe, seht ihr, die OBS-Kamera, die läuft hier und nimmt jetzt dieses Video auf und ich werde dann über Skype verbunden sein mit denjenigen, die sich in dieser Gruppe angemeldet haben. Die werden natürlich in der ersten Stunde ihre Mikrofone stumm schalten. Ich möchte keine Unterbrechung während der Lesung. Und dann werde ich eine Stunde aus dem Buch Romanismus und Reformation lesen. Und dann, wenn nötig, eine kurze Pause machen, aber die Mikrofone freischalten. Dann könnt ihr gleich übernehmen, dass da keine toten 5 Minuten im Video sind. Und dann könnt ihr gerne schon mal anfangen, untereinander euch auszutauschen. Und dann komme ich wieder und dann werde ich eine Diskussionsrunde leiten für eine Stunde. Und dann gibt es halt eine Stunde nach der Lesung eine Stunde
Diskussion, wo man Dinge diskutieren kann, die man vielleicht nicht so gut verstanden hat oder Dinge aus dem Buch noch ein wenig vertiefen möchte, Fragen, die man hat, beantwortet bekommen kann. Nicht nur durch mich, sondern durch jeden, der daran teilnimmt. Das ist die Idee. Es ist eine offene Diskussionsgruppe. Die Mikrofone sind auf und jeder kann natürlich da seine Fragen stellen oder Antworten geben oder was auch immer. Nun, ein paar Voraussetzungen sind da natürlich schon dran verbunden. Die Voraussetzung ist, dass man ein bibelgläubiger Christ ist, weil ich habe keine Lust, mich in dieser Sendung von Romanismus und Reformation mich auseinanderzusetzen mit Atheisten oder mit Menschen, die die Bibel nicht akzeptieren. Die können sonst wohin gehen, die brauche ich nicht. Wer aber lernen will, wer die Bibel und Gottes Wort ernsthaft kennenlernen will, der ist trotzdem willkommen. Aber ich dulde keine Fragen gegen die Bibel, ganz einfach. Ja? Und das wird aus der Lesung dann auch noch ganz deutlich, warum. Also ich will mich hier nicht wie ein Diktator aufstellen, aber ihr müsst mich schon irgendwo verstehen. Man muss irgendwo eine Kontrolle haben über solche Sachen. Und ich habe keine Kontrolle über die Sachen von Skype. Ich kann nur jemanden, wenn mir seine Bemerkungen oder Fragen oder was nicht gefällt, dann kann ich ihn rausschmeißen aus dem Call, ich kann ihn blockieren. Das kann ich natürlich machen, aber das ist ja nicht meine Absicht. Wir wollen ja offen sein. Wir wollen brüderlich und schwesterlich miteinander diskutieren über die Themen, die Henry Gretton Guinness hier nochmal in dem Buch, ja, Romanism and the Reformation, die er anspricht und die ich vorgelesen habe. Ich möchte den Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich möchte den Leuten helfen, die Bibel und das Buch von Henry Gretton Guinness besser zu verstehen. Und ich möchte es selber auch besser verstehen, weil wenn ich das Buch selbst in Deutsch lese, dann helfe ich mir ja selber auch. Ich bekomme ein noch besseres Verständnis von den Dingen, als ich es vielleicht schon habe. Das ist ja so, man muss sich ja immer offenstellen dafür. Ich bin ja auch nicht ein weißes Alles. Ne? Also, ich mache das ja für uns alle. Für mich und für euch. Also, nochmal. Das Video hier, das wird jetzt in Kürze erscheinen. Heute haben wir den 19. August. Ich schätze, spätestens am nächsten Sonntag werde ich das wohl veröffentlichen. Und dann könnt ihr euch das anschauen und dann könnt ihr sagen von ja, ich möchte mich bei dem Joggler anmelden über Skype. Ich möchte, dass er mich in die Gruppe aufnimmt. Und dann werde ich halt an jedem Sonntagabend, das wird dann noch beschlossen, ab wann ich das mache. Das werde ich dann natürlich der Gruppe noch über Skype im Text mitteilen. Wann das anfängt, es wird ein Sonntagabend sein. Der zweite, der dritte, der vierte Sonntag im September, ich weiß es nicht. Aber ab dann versuche ich es jeden Sonntagabend um 9 Uhr abends zu machen. Eine Stunde Lesung, dann eine Stunde Diskussion und damit also 2 Stunden. Und natürlich wird alles aufgenommen. Ja, also das sage ich euch auch damit bei. Meine Lesung sowieso, aber da bin ich ja auch alleine, da werde ich ja nicht unterbrochen. Aber die Diskussion wird auch aufgenommen mit der Kamera und da werde ich auch Videos von machen. Also die Kamera läuft eben einfach weiter und dann wird dieses Skype-Gespräch eben auch nachher auf YouTube veröffentlicht. Ja, also wer nicht gerne in die Öffentlichkeit möchte damit, der muss ja auch seinen Namen oder sowas nicht sagen und wählt, was weiß ich, für welchen Avatar in Skype und wählt, was weiß ich, für irgendeinen Skype-Namen, dass er nicht direkt erkennbar ist. Mir ist das wurscht. Ihr könnt in der Hinsicht gerne anonym bleiben, aber ich mache das öffentlich. Weil es soll ja auch die anderen Leute, die sich dann die Videos anschauen, den Leuten auch noch ein wenig helfen. Und man kann immer dazukommen. Ja. Jeder, der da gerne bei sein möchte, den lasse ich erstmal zu. Man muss sich halt nur an die Regeln halten. Das heißt, während der Stunde Lesung sind die Mikrofone von euch stumm geschaltet und während der Stunde Diskussion könnt ihr die Mikrofone freischalten und Fragen über das Gelesene und Besprochene, Angemerkte von mir zu der Lesung stellen und die probiere ich dann zu beantworten oder jemand aus der Gruppe, der damit bei ist. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht allwissend, da geht es ja auch nicht drum. Also mit anderen Worten, dieses Video ist ein ganz spezielles Video, weil ich hiermit meinen Zuhörern und Zuschauern vom Kanal Joggler 66, Stunde der Wahrheit, die Möglichkeit geben möchte, aktiv an der Lesung teilzunehmen, aktiv Dinge zu lernen, die sie vielleicht bis jetzt noch nicht gelernt haben. Und sich eben auch daran selbst zu beteiligen. Also, dass ihr nicht nur bei YouTube vorm Schirm sitzt und die Lesung hört, sondern dass ihr wirklich aufgrund der Diskussionsrunde der 2. Stunde aktiv teilnehmen könnt, eure eigenen Fragen stellen könnt und hoffentlich dann eben auch direkt beantwortet bekommt. Das ist das Format, mit dem ich das hier machen möchte. So, das habe ich jetzt vorgeschlagen und jetzt sehen wir hier, das ist das englische Buch von Henry Gretton Guinness. Da seht ihr, es ist 414 Seiten lang, also knapp 400 Seiten, wenn man jetzt ein paar Leerseiten und sowas rausnimmt.
knapp 400 Seiten groß, das Buch, also schon eine ganze Ecke. Ja? Und die verschiedenen Titel des Inhaltsverzeichnisses hier, die werden noch übersetzt, die sind im Moment noch nicht übersetzt. Aber es geht hier um Daniels Sicht auf Romanismus, auf Paulus seine Sicht auf den Romanismus und auf Johannes seine Sicht auf den Romanismus. Also, das sind die drei Propheten und Apostel, die hier genannt sind, Daniel, Paulus und Johannes. Und dann sehen wir noch die Interpretation und der Gebrauch von diesen Prophezeiungen in vorreformatorischen Zeiten. Dann die Interpretation und der Gebrauch dieser Prophezeiungen in reformatorischen Zeiten. Und dann sehen wir Interpretation und Gebrauch dieser Prophezeiungen nach der Reformation. Ja, das ist ja die Zeit, Henry Grattan-Guinness hat das Buch ja 1888 veröffentlicht, in der Zeit also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann zum Schluss sehen wir nochmal eine doppelte Vorschau auf die Reformation und dann die Schlussbemerkung. So ist das Buch aufgeteilt auf den knapp 400 Seiten, die wir lesen werden. So, das ist das englische Buch. Und hier habe ich jetzt das Vorwort mir schon mal übersetzen lassen. Ja, das seht ihr hier, das sind 17 Seiten. Das ist also der erste Teil der Lesung. Wobei ich heute gesagt habe, heute mache ich das einerseits aus der Lesung. Das heißt, ich mache das Vorwort. Und dann habe ich hier noch einen besonderen Schluss, einen besonderen Schluss vorbereitet. Das ist aus dem Anfang des Buches und das ist aus dem Ende des Buches. Und alles, was dazwischen steht, ja, dafür sind die kommenden Lesungen des ganzen Buches. Da werden wir das dann einfüllen. Ich hoffe natürlich, dass eine ganze Menge darauf reagieren werden, eine ganze Menge Menschen darauf reagieren werden und gerne teilnehmen möchten an der Lesung. Eine Verpflichtung besteht natürlich nicht. Ja, ich verpflichte niemanden zu irgendetwas, aber ich denke, es könnte mal ein interessantes Format sein, dass sich die Menschen untereinander austauschen können und untereinander von diesen Dingen lernen können. Das soll ja die Absicht davon sein. Und da ich es also mit diesen Live-Sendungen, diesen Livestream bei YouTube dann nicht so mit habe, weil da kenne ich auch nichts von. Das ist, wie gesagt, technisch für mich ein bisschen blöde. Talkshow-Radio kann ich nicht machen. Denke ich, mache ich diese Skype-Gruppe. Das ist am einfachsten zu behalten. Und ich lade euch alle, die ihr dieses Video schaut und Interesse habt, daran teilzunehmen, herzlich ein, euch meinen Skype-Namen runterzusuchen und dann mich zu kontaktieren. Wenn ihr halt ernste Absichten verfolgt, wenn nicht, komme ich da auch ziemlich schnell hinter. Und dann nehme ich euch gerne in die Gruppe auf, in die Romanismus- und Reformationslesungsgruppe. Und dann werden wir ab Mitte, Ende September jeden Sonntagabend, außer ich bin verhindert, dann lasse ich es natürlich wissen, das kann ja auch mal passieren, sonst werden wir jeden Sonntagabend ab 21 Uhr zwei Stunden lang das Buch lesen und das Buch diskutieren. Das ist mein Vorschlag an euch. Und deswegen freue ich mich schon die ganze Zeit, wie ein kleines Kind, dieses Video zu machen. Nicht nur, um euch dieses mitzuteilen, was mein Entschluss war, das auf diese Art und Weise zu machen. Weil ihr wisst ja, ich lese im Augenblick Hinter den Diktatoren mit dem Viktor. Ich lese oder habe gelesen eine Zeit lang mit Michael das Buch von Griesinger auf dem Zweitkanal, das ihr ja auch kennt. Und ich habe auch eigentlich vorgenommen, mir mit Michael das weiterzumachen, wenn wir den zweiten Band lesen. Inwieweit das immer mit ihm kann, das weiß ich nicht. Man muss ja auch immer sehen, wie er verfügbar ist. Aber prinzipiell habe ich ihn dazu eingeladen, das mit mir weiterhin zu machen. Und anstatt jetzt den Maximilian einzuladen und zu sagen, von setz du dich mit mir immer zusammen und mach mit mir die Lesung zusammen, sage ich, lade eben eine ganze Menge Leute an. Und wenn der Maximilian, der Übersetzer des Buches, der sich da wirklich ganz, ganz viel Mühe gibt mit der Arbeit, das muss ich immer jetzt eigentlich sagen, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir den Anfang hier lesen, was ich gleich lesen werde, werdet ihr sehen, dass er das wunderbar, also wirklich meines Erachtens absolut perfekt übersetzt hat. Ja, sich die Mühe macht. Ob er dann auch bei der Gruppe dabei sein will, das weiß ich nicht, das lasse ich ihm offen. Aber ich finde, es ist mal eine schöne Art und Weise, sich auf die Art und Weise auszutauschen. Und man hat da dann auch noch was dran, weil da kommt dann auch noch ein Video von und man kann sich dann auch mal selbst auf YouTube wiederhören. Hat ja auch für den einen oder anderen irgendetwas. Gut, aber jetzt mal zu dem Buch Romanismus und die Reformation. Ich habe schon mal hier eben sehen lassen, ihr seht ja, worum es im Grunde geht. Ja? Es geht darum, wie der Titel auch sagt, Romanismus und die Reformation aus Sicht der Prophezeiung. Es ist Historismus, was hier gelehrt wird.
Henry Gretton Guinness war ein Historiker, war ein Kirchenhistoriker. Ja? Genau wie James Atkin Wiley, genau wie Charles Haddon Spurgeon. Reformatoren des 19. Jahrhunderts aus Großbritannien, die die Bibel interpretiert haben auf die historische Art und Weise, auf die biblische Art und Weise. Es gibt ja leider noch zwei andere Sichtweisen, wie man die Bibel interpretieren kann. Nämlich, man kann sie interpretieren auf Basis der präteristischen Sichtweise. Das heißt, der Antichrist war eine Person, die schon längst in der Vergangenheit gewesen ist. Wahrscheinlich einer der Cäsaren des heidnischen Römischen Reiches. Aber auf jeden Fall vor 500 nach Christus ist im Grunde alles das abgelaufen, was in der Prophezeiung im Buch der Offenbarung bereits steht. Und wir leben jetzt im Königreich Jesu Christi. Das ist die präteristische Sichtweise, kurz und einfach, simpel erklärt. Und dann gibt es noch die Zukunftssichtweise, die futuristische Sichtweise, die ja von dem Jesuiten Francisco Ribera 1591 als offizielle Lehre für jedermann eingeführt wurde. Die gab es natürlich schon inoffiziell innerhalb der römisch-katholischen Kirche seit über 1000 Jahren. Da gab es ja auch immer Leute, die drauf gestoßen waren, als sie die Bibel gelesen hatten, von hey, der Papst ist ja der Antichrist. Da hat man denen bereits die futuristische Lehre verkauft. Und diese futuristische Lehre geht davon aus, dass Daniels 70. Woche nicht erfüllt ist, die unser Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren komplett und vollständig erfüllt hat. Dass diese Woche also nicht erfüllt ist und dass nach 3,5 Jahren, da jemand einen Friedensvertrag schließt, nach 3,5 Jahren die Opferung im Tempel aufhören hören wird. Deswegen haben wir ja den Staat von Israel. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, da gehe ich in der Buchlesung noch mehr als genug drauf ein. Wer da jetzt im Augenblick noch Fragen drüber hat, der sollte sich die Videos anschauen von mir. Ich kann sie ja mal eben hier sehen lassen. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Na, kann man hier auf meinem Kanal ja eben mal einfach nur das Wort Betrug eingeben und dann auf Enter drücken und dann bekommt ihr hier aus der Suchmaschine auf meinem Kanal die Videos hier gezeigt. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Da gibt es hier den ersten Teil knapp 16.000 Mal angeschaut, den zweiten Teil 7.000 Mal und 4.500 Mal den letzten Teil, drei Teile. Eine Stunde fünf, eine Stunde zwölf, also etwas über drei Stunden lang, indem ich auf diesen größten Betrug des Gartens, seit dem Garten von Eden eingehe. Und da gehe ich natürlich dann noch mehr drauf ein in der Lesung Romanismus und Reformation, hauptsächlich aufgrund von Kommentaren, aber Henry Gretton Guinness geht natürlich auch darauf ein. Das ist eben die historische Sichtweise, das ist die biblische Sichtweise, das ist die Sichtweise, die der Antichrist nicht will, dass wir sie haben, weil der will nicht, dass wir die Bibel lesen, der will nicht, dass wir die Bibel verstehen und der will schon mal gar nicht, dass wir auf Basis der Bibel die Vergangenheit analysieren, um die Gegenwart zu verstehen und vorausschauend für die Zukunft unsere Vorsorge treffen können. Das will das Papsttum nicht und deswegen versucht es mit allen Mitteln, wie hier Krieg und so weiter. Das ist wohl ein Bild aus dem St. Bartholomew Massacre, also den St. Bartholomäus Nacht Massaker, versucht er mit allen Mitteln eben zu verhindern, dass wir das wahre Wort Gottes kennen und verstehen. Und ja, deswegen mache ich diese Lesung von Romanismus und die Reformation. So, und da möchte ich dann jetzt gleich mal mit anfangen. Na guck mal, knappe halbe Stunde nur eine Einleitung, das geht ja. Ich dachte, dann wäre ich schon fertig. Na, dann fangen wir jetzt mal an mit der Lesung, Romanismus und die Reformation, und zwar mit dem Vorwort, das eben der Max oder Maximilian, wie er mit ganzem Namen heißt, aber er möchte sowohl Max als Maximilian genannt werden, am liebsten wahrscheinlich Max. Maximilian nennt seine Mutter, wenn sie böse ist, kennt ihr das? Dann kriegt man immer den ganzen Vornamen ins Gesicht geschmissen. Na jedenfalls, er hat das übersetzt. Und ich fange dann mal eben an mit dem Vorwort des Buches Romanismus und die Reformation von Henry Gretton Guinness. Und das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Die folgenden Vorträge wurden auf Wunsch unter der Schirmherrschaft des protestantischen Bildungsinstituts in Exeter Hall im Frühjahr diesen Jahres gehalten. Wir sprechen hier von 1887. Dieses Institut existiert, um eine dringend benötigte Arbeit zu tun, um besonders in den Herzen der jungen Generation
ein gewisses Maß an intelligenter Sympathie für die protestantischen Traditionen unseres Landes aufrechtzuerhalten. Henry Gretton Guinness spricht hier natürlich von unserem Land, von England, von Großbritannien. Aber das gilt für Deutschland ganz genauso. Und was Henry Gretton Guinness hier anspricht für die Generation um 1887, wo er die Vorträge gehalten hat, das gilt für die junge Generation 2018 ganz genauso. Englands Protestantismus war lange Zeit Englands Ruhm und die unmittelbare Ursache für ihren unvergleichlichen Wohlstand und ihre eigentümliche Vormachtstellung unter den Nationen Europas. Das Gleiche, meine lieben Brüder und Schwestern, gilt in gewissem Maße auch für Deutschland. Dieser Protestantismus erträgt nun einen doppelten Angriff. Von außen als auch von innen. Ja? Einerseits nämlich aus den Kirchen heraus durch falsche Propheten, durch falsche Pastoren, durch falsche Priester. Von innen heraus und von außen heraus durch die Jesuiten, durch den Jesuitenorden, die Gesellschaft Jesu. Hier seht ihr das Bild, Henry Gretton Guinness in Exeter Hall bei seinen Lesungen. Das ist tatsächlich ein Bild, was man da gemacht hat. Ihr seht, das sind wirklich Tausende von Menschen drinnen und draußen, die ihn hier haben vortragen hören. Okay? Dieser Protestantismus erträgt nun einen doppelten Angriff von außen als auch von innen. Also von außen die Gesellschaft Jesu und von innen falsche Priester, Pastoren und Kirchenlehrer. Doch nur wenige scheinen sich dieser Gefahr vollauf bewusst zu sein. Der verstorbene Lord Beaconsfield sah es jedoch deutlich genug. Zitat: Dein Reich und deine Freiheiten sind in diesem Moment in größerer Gefahr, sagte er, als wenn Napoleons Armee beobachtend in Boulogne lagerte. Was hätte er gesagt, wenn er die gegenwärtige Situation erlebt hätte? Und der Autor spricht hier vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die Reformation des 16. Jahrhunderts, die den Protestantismus hervorbrachte, basierte auf der Schrift. Sie gab der Welt die Bibel zurück. Sie lehrte die Schrift. Sie enthüllte die Irrtümer und die korrupte Seite Roms durch den Gebrauch des Schwertes des Geistes. Nicht des Schwertes des Materials, also durch die Menschen zu töten, sondern das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Sie wandte die Prophezeiungen an und akzeptierte deren praktische Anleitung. Eine solche Reformationsarbeit muss neu geleistet werden. Wir haben die prophetische antipäpstliche Wahrheit erlitten, um zu sehr vergessen zu sein. Diese Generation ist gegenüber Wahrheit und Irrtum in Punkten, in denen die Schrift ungeheuer entschieden und absolut klar ist, gefährlich freizügig und gleichgültig. Das gilt ja wohl für heute, 2018, ganz genauso. Diese einfachen und populären Vorträge, also die Henry Gretton Guinness hier in Exeter Hall gehalten hat, so wie sie sind, werden hoffentlich viele Geister öffnen, um zu erkennen, dass die Bibel keinen ungewissen Klang über den Romanismus gibt und dass diejenigen, die sich von ihren Lehren leiten lassen, einen Glaubensabfall meiden müssen, gegen den die schmerzlichsten Urteile angeprangert werden. Die Vorlesungen werden wie gehabt gehalten, mit Ausnahme der ersten und letzten, die verlängert und modifiziert wurden. Also hier hat er die ein wenig angepasst. Bei der Neufassung und Erweiterung des Eröffnungsvortrags über die Daniel-Prophezeiung und des abschließenden Vortrags über die Reformation habe ich mich der wertvollen Hilfe meiner geliebten Frau bedient, die seit so vielen Jahren meine Mitstreiterin im literarischen und evangelistischen Bereich ist. Ich werde mich freuen, wenn diese Vorträge eine breite Verbreitung finden, denn sie enthalten, und da bin ich sicher, Wahrheit für die Zeit. Wahrheit, die tief und zunehmend gebraucht wird, nicht nur für die Erhaltung der bürgerlichen und religiösen Freiheiten unseres Landes, England, sondern auch für die praktische Führung des Volkes Gottes auf der ganzen Welt in diesen letzten Tagen. Henry Gretton Guinness, Harley House, Bow, am 1. Juni 1887. Und dann fahren wir in der Übersetzung nach dem Vorwort hier fort und sehen das Inhaltsverzeichnis. Da fehlen halt noch die Titel der verschiedenen Vorträge. Wir haben 8 verschiedene Vorträge und dann fangen wir an mit Vortrag 1, die Daniel-Prophezeiung des Romanismus.
Wie hat der Prophet Daniel aus dem Alten Testament den Romanismus bereits 2500 Jahre von uns heute zurückgerechnet, zurückgesehen und erkannt? Davon handelt die erste Vorlesung, die wir dann im September halten werden. Ich habe aber noch etwas anderes vorbereitet und das ist, weil ich das so eindrucksvoll fand, das ist der Rest des Buches, da gehen wir die letzten anderthalb Seiten des Buches, das habe ich Max gefragt, mir das erst zu übersetzen, weil das wollte ich euch jetzt in diesem Einleitungsvideo gerne mal vortragen. Hier kommt Henry Gretton Guinness bei dem letzten Absatz des Buches also auf die, lass uns mal sagen, Zusammenfassung, worum es im Grunde im ganzen Buch überhaupt geht. Und alles, was hier steht, wird in dem Buch kleinstlich, wirklich kleinlich erklärt, dass es da überhaupt keinen Zweifel dran gibt und geben kann. Wenn, und das ist natürlich eine Voraussetzung, man sich an die Bibel hält. Die Bibel ist immer die höchste Autorität, die wir hier auf dieser Welt haben, um uns dran zu halten. Denken Sie daran, dass es nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen gibt. Dass es nur ein Opfer für die Sünden gibt. Das einmal für alle und für immer angeboten wird. Durch den einen Mittler, durch das eine Opfer, nähert sich Gott und er wird sich euch nähern. Ihr braucht keinen Vermittler zwischen euch und Christus. Der Priester ist ein falscher Eindringling. Jesus ruft euch auf, zu ihm zu kommen. Er ist sowohl menschlich als auch göttlich. Er ist Knochen von deinem Knochen und Fleisch von deinem Fleisch, aber ohne Sünde. Gott ist in ihm. Er ist eins mit uns und eins mit Gott. Lasse nichts zwischen deine Seele und ihm kommen. Lasst keinen Heiligen, keinen Engel, keine Jungfrau, keinen Priester zwischen euch und Jesus Christus kommen. Geht zu ihm für die Vergebung all eurer Sünden. Gehe zu ihm für dein Geständnis, deine Beichte. Er kann dich freisprechen und wird es auch tun, wenn du wirklich an ihn glaubst. Priesterliche Absolution ist eine Lüge. Es ist ein gotteslästerlicher Vorwand. Der Satz, ich befreie dich, ob aus dem Mund eines römischen Priesters oder des protestantischen Ministers, ist weltlich. Lasst euch davon nicht täuschen. Dein Mitsünder kann dich nicht von den Sünden befreien, die du gegen Gott begangen hast. Wende dich von diesen Idolen und Eitelkeiten ab. Jesus ist alles, was du brauchst. Sein Blut reicht aus, um zu büßen und reinigt diejenigen, die einfach auf ihn vertrauen, von allen Sünden. Sucht in der Heiligen Schrift. Sie bezeugt ihn. Komm zu ihm, damit du das Leben hast. Sein Herz ist berührt von dem Gefühl unserer Schwächen. Keiner kann mitfühlen, wie er kann. Keiner kann helfen, wie er kann. Zu dir, zu jedem sagt er, wer zu mir kommt, den will ich nicht austreiben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Du allein bist alles, was wir brauchen. Denn du allein bist alles in allem. Amen. Maranatha. Justify the evil they have done.
14, verse 1.